Jeder zweite Polizeihund in Rheinland-Pfalz verdankt ihm seinen Job. Polizei, kommen Sie raus oder schickt den Hund. Dabei muss Polizeioberkommissar Paul Steiner auch einstecken können. Er bringt den Polizisten und ihren Hunden bei, sich blind aufeinander zu verlassen. Dafür hat er nur 10 Wochen Zeit. Wir begleiten den Lehrgang 2020. Wir wollen wirklich, dass die nach diesem Lehrgang, wenn die am nächsten Tag Nachtdienst haben und einen Einsatz haben, dass das funktioniert. Ich habe da nur gesehen, das Blut läuft. Und dann musste ich erst mal durchatmen. Da kam auch bei mir der Schock erst mal raus. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Lehrgang im Frühjahr aus. Die Polizeistaffeln im Land brauchen aber dringend einsatzfähige Teams. Hier finden sie zusammen. Für neue Hunde fährt Paul Steiner durch ganz Deutschland, heute Sachsen-Anhalt. Meine Aufgabe ist ja, so schnell wie möglich zu erkennen, was habe ich denn da vorgestellt bekommen? Was ist denn das für ein Hund? Ist das was für uns? Sind da Wesensmängel eventuell erkennbar? Sind da Triebeigenschaften gut oder schlecht da? Und das ist schon aufregend, spannend, das ist auch herausfordernd zum Teil. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte mit einer gewissen Naivität wieder an einen Hund rangehen und mich einfach nur freuen, dass der Hund Hund ist. Ich analysiere echt jeden Hund, egal ob ich denn daheim, ich mache das im Unterbewusstsein. Und irgendwann merke ich, hör auf Paul, das ist der Pfiffi vom Nachbarn. Du musst jetzt nicht jede Ohrstellung den Millimeter analysieren, warum das jetzt so ist, wie es ist. Das ist halt eben eine furchtbare Berufskrankheit. Die Anwärter müssen eine Reihe Tests bestehen. Zuerst die Schussprüfung. Danke. Paul Steiner kauft ausgewachsene Hunde ein. Auch wenn es wie ein Spiel aussieht, ist dies ein weiterer Test. Das Urteil ist schnell gefällt. Nö, Umweltprobleme, Selbstsicherheitsprobleme. Probleme in der Belastbarkeit. Kein Diensthund für die rheinland-pfälzische Polizei. Leider. Auch angebunden muss ein Hund immer Stärke zeigen. Diese Vereinsamung machen wir, um zu sehen, ist der Hund selbstsicher. War ja eindeutig, was er gezeigt hat. Er hat sich kurz erschrocken, ist dann ins Meide gegangen, wäre auch kein Angriff mehr gekommen. Das ist für uns ein akzeptables Verhalten. Eine Liebe auf den ersten Blick kann sich Alexandra Held nicht leisten. Sie ist die zukünftige Hundeführerin. Eins nach dem anderen. Wenn man da zu viel reinpackt, ist das dann schlecht, wenn es nicht passt. Die Diensthunde sucht Polizist Steiner alleine aus. Er besitzt genug Kompetenz, um auf kleinste Signale zu achten. Der 2-jährige Schäferhund Fritz zeigt sich verspielt und mutig zugleich. Ja. Ja. Das war jetzt vom Spieltrieb mit Abstand das Beste. Mama, wie es weitergeht. Ja. Schön auf die Euphoriebremse drücken. Nein, ich will mich selber nicht so sehr. Wir verlieben uns dann, wenn die Leistung stimmt. Genau. Schäferhund Fritz darf mit Alexandra nach Hause fahren. 4 Wochen Probezeit muss der Hund bestehen. Schafft er es, so werden er und Alexandra gemeinsam auf Streife gehen. Eine Woche später in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern. Hinter den Toren der Bereitschaftspolizei befindet sich ein kleiner Übungsplatz. Hier sollen 6 Lehrgangsteilnehmer 5 Tage in der Woche lernen und trainieren. Das sind alles erwachsene Menschen. Das sind alles auch gestandene Schutzleute.
Aber trotzdem hat es hier manchmal so einen Ferienlagercharakter. Wir haben das Ziel, in 10 Wochen wollen wir ein einsatzfähiges Team in die Flächenpräsidium schicken. Wir wollen wirklich, dass die nach diesem Lehrgang, wenn die am nächsten Tag Nachtdienst haben und einen Einsatz haben, dass das funktioniert. So wie Alexandra haben einige ihren Hund erst vor kurzem kennengelernt. Andere hatten viel mehr Zeit, um vorab zu trainieren. Doch auf dem Übungsplatz wird Paul Steiner schnell klar, es gibt bei allen einiges zu korrigieren. Hundeführer, Hund, Trainer, alles in Kleinstarbeit. Stopp, stopp. Man hat so viel Action. Der Hund hat doch eigentlich Action genug, oder? Der trieblich ist er doch. Leine locker, locker. Das Unterordnung ist auch abverlangen. Ja? Nicht, dass ich ihm die Ohren abreiße, das braucht kein Mensch. Aber ihm schon vermitteln, mach jetzt. Wenn du es nicht machst, gibt es eine Konsequenz. Wenn du es machst, bekommst du was Tolles. Mehr ist es nicht. Guck mal, wie aufmerksam er ist. Du lockst deinen Hund gerade, Adriana. Ich weiß. Ja, warum? Du gibst ihm ja Futter für etwas, was er gar nicht geleistet hat. Gut. Das ist eine Lehrstunde für Signalgebung. Der Hund hat auf die Signalgebung Halsbandruck gelernt, ich muss ins Platz gehen. Das ist kein Fehler vom Hund, das ist ein Ausbildungsfehler. Das ist immer alles ein Signal. Ja? Auch Alexandra Held hat Probleme mit ihrem Fritz aus Sachsen-Anhalt. Ausbilder Steiner übernimmt. Der Hund muss Geduld und Gehorsam lernen. Fügt er sich, bekommt er die Belohnung. 4 Teilnehmer auf der Wiese sein werden. Erfahrene Polizisten drücken erneut die Schulbank. Vor dem nächsten Tag gibt es eine Theoriestunde und Hausaufgaben. In dieses Quadrat macht ihr Futter rein. Und zwar einzelne kleine Brocken überall. Ich möchte keine 5, 6, 7 Brocken auf einem Platz sehen. Macht keinen Sinn. Wichtig, das Futter muss in diesem Feld sein. Das darf nicht aus Versehen hier rausfallen. Ja? In den frühen Morgenstunden treffen sich die Kursteilnehmer in der Nähe von Enkenbach im Pfälzerwald, um ihre ersten Übungen durchzuführen. Wir trainieren hier den Hund, letztlich, später soll es so sein zumindest, einen Flüchtenden zu folgen. Und zwar anhand seiner Geruchsspur, die er hinter sich her sieht, also nicht auf Sicht. Und wir bilden diese Hunde klassisch aus über die Erdverletzung, die der Flüchtende bei seiner Flucht verursacht. Also da, wo er über unbefestigten Boden läuft, dann entstehen Erdverletzungen durch Zertrampeln von Gras, von Kleinstlebewesen im Erdreich. Die wiederum geben einen Duft ab, einen Geruch ab und den kann der Hund aufnehmen mit seiner Nase. Und das müssen wir ihm halt zeigen, dass das der Geruch ist, für den es sich rentiert zu arbeiten. Wir arbeiten da mit den Trieben des Hundes. Die können ja von ihrer Genetik her Spuren verfolgen. Das ist ja denen ihr Erbe. Wenn sie denn vom Wolf abstammen, dann haben die das ja irgendwann mal gelernt, Spuren von Wild zu verfolgen, um dann zum Ziel zu kommen, nämlich zum Fressen. Tag für Tag sollen die Hunde lernen, ihre Instinkte in den Dienst des Menschen zu stellen. Auch Alexandra beginnt mit Fritz heute mit dem Training. Nicht alles läuft so glatt wie bei den anderen Teilnehmern. Dann holen hin bei. Sitz, hör auf. Ah ja. Jetzt geh mal noch einen Schritt vor, dass der wirklich mit den Füßen vorne am Pferdenabgang möglichst steht. Rausnehmen. Absetzen. Hör auf. Ich kann ja vieles leiden, aber Herrchen Frauchen beißen, das mag ich nicht. Du bestimmt auch nicht. Gut. Das ist öfter so, ja? Manchmal. Das machen wir weg. Das muss in den nächsten Wochen gelingen. Sonst wird Fritz kein Polizeihund. Auch privat sind Hunde aus dem Leben von Paul Steiner nicht wegzudenken. Bei seinem Hobby ist der treue Heideterrier Oscar sein Begleiter.
Ich habe meine Frau, von der ich getrennt lebe, habe ich über die Jagd kennengelernt. Und wir haben sehr intensiv gemeinsam gejagt. Das verbindet natürlich. Umso schwieriger ist es dann, wenn sich die Geschichten auseinanderleben. Da habe ich tatsächlich auch einen Moment gebraucht, um zu sagen, naja, die Jagd kann ja dafür jetzt nichts. Ich war da tatsächlich aber einige Zeit nicht auf der Jagd und habe dann aber festgestellt, wie sehr ich das dann doch vermisse für mich selbst. Du sitzt hier, es ist relativ ruhig, es kann jederzeit was geschehen und wenn nichts geschieht, ist es gar nicht schlimm, auch da fahre ich runter. Ja, das ist für mich tatsächlich der Moment, wo ich über alles nachdenken kann. Dienstlich wie privat, wo ich mir die Zeit nehme, wo ich mir ganz bewusst werde, dass das jetzt, was ich jetzt mache, dass das der Begriff Qualitätszeit am ehesten definiert. Diese Zeit braucht der Hundetrainer, um bei dem Lehrgang erneut voll dabei zu sein. Heute wird er den Hunden beibringen, einen Täter zu finden und ihn aufzuhalten. Während dieser Übung lernen die vierbeinigen Azubis nicht nur zuzubeißen, sondern auch aufs Kommando wieder loszulassen. Für Paul ist es schwere körperliche Arbeit, denn jeder Hund wiegt knapp 40 Kilo. Eigentlich wollte Paul nie einen Bürojob. Doch sein Traum, ein Polizist auf Streife zu sein, wurde für ihn zum Verhängnis. Er musste eine Entscheidung treffen. Ich habe, glaube ich, brutto 22 Jahre Schicht gearbeitet. Das hat auch jahrelang gut funktioniert. Also so 15 Jahre, 16 Jahre war das für mich auch kein Problem. Und irgendwann habe ich angefangen, nicht mehr schlafen zu können. Und das kann mal passieren, okay, dann steckt man das weg. Aber wenn das regelmäßig passiert, dann wird man krank. Und ich habe das auch gemerkt. Ich habe also durchaus gemerkt, dass meine Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Und auch meine Bereitschaft, meine mentale Bereitschaft nachgelassen hat, weiter Schichtdienst machen zu wollen, weil es weniger gut gegangen ist. Also über kurz oder lang, wenn sich diese Option hier nicht ergeben hätte, hätte ich da das ändern müssen. Ich habe schon von vielen Kollegen, aber auch aus der Industrie mit Menschen gesprochen, die mit Schlafmitteln arbeiten. So weit war ich noch nicht, aber der Gedanke war schon da. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich vor 4 Jahren diese Stelle hier bekommen habe. Ich kann dadurch weiter wirklich meiner großen Leidenschaft mit dem Hund weiter frönen. Ich kann hier, denke ich, mich auch für meinen Dienst so einbringen, wie es am wertvollsten ist. Ich bin also weiter Hundeführer, habe aber den Riesenluxus, dass ich im Tagesdienst arbeite, dass ich in aller Regel geregelt nach Hause komme, dass ich am Wochenende zu Hause bin. Zu Hause in Gundheim. Heute Abend steht hier ein Essen für Freunde an. Es gibt Wild. Beim Kochen kann ich beides so ein bisschen ausleben. Ich kann so ein bisschen kreativ sein. Und es ist dahingehend Handwerk, dass am Ende des Tages was Greifbares, was Schmeckbares tatsächlich da ist. Also ich bin wirklich gern Gastgeber. Da macht mir das auch Spaß, 3 Tage in der Küche zu stehen. Das ist völlig egal. Weil die genauso dieses Genießen und dieses Kochen und dieses auch ein Wein trinken und dieses dann auch weinselige Reden, was hoffentlich erst später am Abend dann kommt, weil die es genauso mögen wie ich. Und dann ist das ein gelungener Abend. Doch auch an diesem Abend drehen sich Pauls Gedanken weiter um seine Arbeit. Ich habe halt schon einen Auftrag in Enkenbach. Ja? Ich habe schon den Auftrag, in 10 Wochen aus Berufsanfänger in dieser Sparte plus Hunde, die überhaupt nichts können, 10 Wochen später ein Team zu bilden, die da auf die Menschheit losgelassen werden. Das ist das Erste. Und zweitens, die sollen ja auch nicht nur auf die Menschheit losgelassen werden, sondern die sollen ja auch das Ganze heil und gesund überstehen. Und ich nehme das durchaus ernst, diesen Auftrag. Und natürlich muss ich da manchmal ein bisschen
auch den Chef raushängen lassen. Auch mal sagen, pass auf, wir können jetzt heute Morgen keine halbe Stunde Frühstück machen, das geht nicht. Wir müssen jetzt los. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das bin ich vielleicht daheim so nett. Aber das ist ja normal. Außer dem Gastgeber sitzen heute keine Polizisten am Tisch. Okay, läufst du noch ein paar Meter Fuß an? Wenn ich klicke, zurück in Enkenbach. Polizeihauptkommissarin Alexandra Jackel unterstützt Paul als Co-Ausbilderin bei den Lehrgängen. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Was ich an ihm schätze, ist, dass er sehr, sehr offen ist. Von daher, man kann auch mal gewisse Dinge zu ihm sagen, die einem nicht übel nimmt. Und ja, man kann sich zu 100% auf ihn verlassen. Es ist auch wichtig, dass die Stimmung auf so einem Grundlehrgang gut ist, weil Hunde lernen nicht, wenn sie unter Stress sind. Und wenn der Hundeführer unter Stress ist, ist der Hund auch automatisch unter Stress und dann funktioniert das ganze System nicht. Schäferhund Fritz und Alexandra Held wurden getrennt. Fritz zeigte Angst in geschlossenen Räumen. Der Händler musste den Hund zurücknehmen. Alexandra hat einen ausgebildeten Diensthund übernehmen dürfen. Vom Grundsatzwesen ist es ein ganz toller Hund. Einfach, wenn man es jetzt negativ sagen möchte, aber einfach ist manchmal schon toll. Und ich glaube, die zwei sind Selbstläufer. Ganz anders bei Polizeikommissarin Adriana Schneider. Bei der Hundeausbildung ist es nun mal so, wir kriegen Diensthunde, das sind keine Schoßhunde. Die bekommen wir auch erst, wenn sie ein Jahr alt sind, da ist viel Prägungszeit einfach schon weg. Und da muss man ihm halt auch beide Seiten aufzeigen. Ja? Also wenn er was gut macht, kriegt er seine Belohnung. Wenn ich dem aber immer nur Nein sage und der gar nicht weiß, was Nein heißt, dann ist dem Hund das relativ egal, zumal wir halt triebstarke Hunde haben. Der Schäferhund-Mischling Spencer ist Adrianas erster Hund überhaupt. Ich habe da nur gesehen, das Blut läuft. Ja. Und dann muss man halt, in dem Moment ist halt schwierig, aber dann muss man ein bisschen professionell bleiben oder gucken, dass man sauber vom Platz kommt. Habe ich ihm nochmal gesagt, fertig. Und wie gesagt, das ist für den Hund dann erledigt. Der kam dann auch ganz normal, als wäre nichts gewesen, mit mir vom Platz runter. Da habe ich ihn ins Auto getan und dann musste ich erstmal durchatmen. Da kam auch bei mir der Schock erstmal raus. Genau, es hat keine schöne Situation, wenn der eigene Hund den Hundeführer dann angreift. Ja. Bei einer Übung wie dieser versuchte Adriana, ihren Hund Spencer mit den Händen zu lösen. Daraufhin biss er zu. Ein Anfängerfehler von Hund und Frauchen. Paul bereitet den Vorfall mit der Gruppe auf. Wie gesagt, die Adriana hat es am eigenen Leib erfahren müssen, die anderen dürfen von ihr lernen. Eindringlich, nicht mit den Händen arbeiten. Ja? Ist ja eine Leine dran, nicht ohne Grund. Ja, vieles tun, nur nicht mit den Händen anfangen. Ja, Hut ab auch vor deiner Reaktion. Also, das war schon scheiße cool. Ich brauche jetzt eine Sekunde. Alles klar, Adriana. Einige Wochen später wollen zwei Teilnehmer die Fährtenprüfung vorzeitig ablegen. Im Frühjahr 2020 haben sie ihre Ausbildung begonnen, doch wegen Corona nicht beendet. Ein unabhängiger Prüfer bewertet die Leistung. Dennis Heinz und sein Hund zählten bisher zu den Besten des Lehrgangs. Paul ist heute nur Beobachter. Da bin ich tatsächlich dahinter. Aber noch kein Stückchen mehr. Ja. Wie ist die Prüfung gelaufen? Nicht in unserem Sinne. Nicht in unserem Sinne. Du gehst nur weg. Nein. Der Hund war von Anfang an nicht so konzentriert, wie wir uns das vorgestellt haben. Hat auch nicht die Leistung im Training abrufen können, vom Training abrufen können. Hat sich wahnsinnig ablenken lassen. Dann war der Finderwille halt nicht mehr da beim Hund und dann bleibt nur noch eine Entscheidung, dass wir dann heute abbrechen und nicht erfolgreich die Prüfung beenden können. Das ist natürlich jetzt für den Dennis eine Katastrophe, aber es ist keine Katastrophe. Ich wünsche einem jungen Hundeführer so einen Start natürlich nicht. Ja, wir leiden da auch alle ein bisschen mit und heute ist tatsächlich unsere Aufgabe, den Dennis ein bisschen auf die Seite zu nehmen und wieder zu richten. Das wird auch gehen, das ist ein klarer Kerl und
Das wäre auch kein schlechter Hundeführer. Wer noch nicht durchgefallen ist, hat noch keine Hunde geführt. So einfach ist das. Als nächstes ist Andreas Gaspar mit seinem Hund Bricks dran. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Dadurch, dass der Kollege jetzt durchgefallen ist, ist natürlich ein bisschen die Anspannung doch gestiegen, weil man gesehen hat, der Hund hat die letzten Wochen perfekt gesucht und fällt dann heute durch, weil er alles andere macht, was er soll. Und dann denkt man natürlich, oh, hoffentlich passiert mir das nicht, und schon steigt die Anspannung. Da kann man gar nichts gegen machen, da kann man noch so, ja. Aber er hat es toll gemacht und ja, 97 ist ein gutes Ergebnis. Schön. Die Alexandra wird heute, weil der Hund ja schon bereits ausgebildet ist, schon vor Lehrgangsende geprüft werden in allen drei Abteilungen. Die Alexandra konnte den Hund auch in seiner Veranlagung gut führen und auch den Ausbildungsstand halten und auch in Teilen verbessern, sodass man in kurzer Zeit verantworten können, die beiden zu prüfen. Das wird auch mit Sicherheit eine ordentliche Prüfung geben, um sie dann später auch zeitnah in den Einsatz in ihrer Heimatdienststelle wieder zu entsenden. Nacho ist ein alter Hase. Er arbeitet seit 6 Jahren bei der Polizei. Sein früherer Hundeführer musste ihn wegen gesundheitlichen Problemen abgeben. In kürzester Zeit wurden Alexandra und Nacho zu einem Team. Sie bestehen alle Prüfungen und beenden als Erste den Lehrgang erfolgreich. Privat muss Nacho sein Zuhause mit 2 weiteren Hunden teilen. Einer davon ist Alexandras alte Diensthündin. Emma ist 9 und hat die jährliche Überprüfung nicht mehr geschafft. Also wie man, glaube ich, sehen kann, sind sie genauso wie andere Hunde auch. Lassen sich streicheln, fühlen sich einfach wohl, kommen hier auch mal zur Ruhe. Was auch ganz wichtig ist, man kann ja nicht immer nur auf Dauerstrom stehen. Nutzt man die freie Zeit zu Hause, um noch die Bindung zu verstärken. Und einfach zusammen wohlfühlen. Doch die Ruhe ist bald vorbei. Die erste gemeinsame Dienstwoche mit Nacho steht an. Ja, da bin ich schwer gespannt. Weil so richtig im Einsatz waren wir ja noch nicht zusammen. Ich kenne ihn zwar ja, weil er schon mal bei uns in der Staffel war, der Nacho. Ich denke aber jetzt durch das Trainieren auf die Prüfung hin und bei der Prüfung ja auch, hat es ja super funktioniert mit uns zwei. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das im Einsatz genauso gut klappt. Die erste Nachtschicht. Ein Einsatz in Worms. Die Kollegen fordern Hundeunterstützung an. Noch weiß sie nicht, was auf sie zukommt. Bevor sie Nacho zum Einsatz bringt, muss die Polizistin selbst die Lage einschätzen. Es handelt sich um eine Prügelei unter Jugendlichen. Die Wormser Kollegen haben bereits alles unter Kontrolle. Ja, eben. Kräfte werden schon wieder abgestellt. Ich denke, dass sie uns nicht mehr brauchen. Zurück in der Polizeistaffel Mainz. Es ist 2 Uhr morgens. Die Nachtschicht ist nicht um. Alexandra nutzt die Zeit fürs Training. Ja. Nachtarbeit fällt den Hunden nicht schwer. Nacho ist ein ausgebildeter Drogenspürhund. Die Polizistin verteilt Päckchen mit Ecstasy-Pillen und Kokain im Raum. Nacho soll durch kurzes Innehalten das Versteck anzeigen.
Der neue Partner beweist noch einmal seine Klasse. Das Training läuft auch in Enkenbach weiter. Die Fortschritte der übrigen Teilnehmer sind deutlich sichtbar. Ob bei der Fährte, im Schutzdienst oder bei der Gebäudedurchsuchung. Alle beißen sich durch, um die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Und sie kommt schneller als gedacht. Aufgrund der neuen Corona-Welle wird die Prüfung jetzt für alle nach vorne verlegt. Prüfer Polizeihauptkommissar Michael May wird heute entscheiden, welche Teams den Lehrgang bestehen. Ein bisschen aufgeregt bin ich tatsächlich. Das gehört auch dazu. Und da wir ja in den letzten Wochen sowas wie ein Team geworden sind, fiebert man natürlich auch mit. Als erstes müssen die Hunde zeigen, dass sie das Fährtenlesen beherrschen. Doch das ist nur eine Prüfung von vielen für den heutigen Seminarabschluss. Dieses Mal fällt beim Fährtenlesen niemand durch. Es folgen weitere Prüfungseinheiten. Hier läuft nicht alles so glatt. Nach und nach verlieren die Lehrgangsteilnehmer die Nerven. Und das überträgt sich auch auf ihre Hunde. Bei der folgenden Übung soll der Hund auf das Kommando seines Hundeführers warten. Doch der Diensthund greift an und wird disqualifiziert. Der Prüfungsabbruch des Kollegen drückt die Stimmung noch weiter. Wer behält die Nerven? Adriana und ihr Beißhund Spencer sind die Nächsten. Aus dem Problemfall wird der Klassenbeste. Adriana besteht mit der höchsten Punktzahl. So ein Grundlehrgang ist ja nur der Anfang von der Karriere im Diensthundewesen für den Hund und den Hundeführer. Das heißt, auch wenn man die Prüfung bestanden hat, hat man teilweise noch einen weiten Weg. Das Team muss zusammenwachsen und die Hundeführer und die Hunde müssen noch besser zusammenarbeiten können. Danke, Michael. Also es gibt Prüfungen, die richtet man Leistungsrichter nicht ganz so gern. Das war heute mit Sicherheit eine und wirklich ein richtiger Dank geht an dich, dass du da mit ganz viel Weitsicht geprüft hast. Um die Prüfung und die Kollegen wegen Corona nicht zu gefährden, hatten sich die Kursteilnehmer in freiwillige Quarantäne begeben. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu verabschieden. Auch für Paul ist die Zeit der Aufregung erstmal vorbei. Er genießt die freien Stunden mit seinem Diensthund Amigo und plant die Zukunft. Es geht jetzt weiter. Wir werden direkt im Anschluss neue Hunde versuchen zu kaufen für den Lehrgang, der im Frühjahr kommt. Also die lange Phase des Ausruhens, die haben wir nicht. Ja, und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Wir werden, ich glaube, im April ist es dann, wir werden dann neue Leute kennenlernen, neue Hundeteams kennenlernen. Wir werden wieder hoffentlich so ein gutes Verhältnis mit den Leuten zustande bekommen. Wir werden wieder aufgeregt sein, wenn es an die Prüfung geht. Wir werden die Prüfung wieder ein Lebensjahr verlieren an der Prüfung. Und wir werden am Ende wieder froh sein, wenn wir sie auf die Gas schicken können.